Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier bei einer neuen Folge Eastside vs. Westside. Bei mir die Westseite, beim Excel seht ihr die Ostseite auch unten verlinkt. Und wenn es euch gefällt, direkt von Anfang an. Wir machen es ganz schnell, weil es geht direkt weiter. Lasst auch gerne noch ein Däumchen da, wenn es euch gefällt. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Wie gesagt, mich haben ja die Behörde, die hat mich ja hier hochgefahren. Und ja, das Auto hat es, glaube ich, irgendwie überlebt. Wer weiß, vielleicht mussten sie jetzt auch ein neues kaufen. Keine Ahnung. Aber das ist ja dann denen ihr Problem, ne? Was geht denn hier ab? Ach, die Steffi. Ach, die macht dann direkt nur zwei Sachen in einem. Alles klar. Okay, ja, wir starten rein und viel Spaß und genießt einfach, ne? So. Dann wollen wir doch jetzt erstmal hier bei den Hof gucken. Eieieiei. Naja. David! Ja? Du, tut das Not? Das tut Not. Moment, was tut Not? Oh. Ja, das war aber noch nicht so, wo ich mich hergestellt habe. Ich frage für einen Freund. Meinst, nee, du nicht, ja, meinst du nicht, dass das ein bisschen das schwer schon. Ist? Das wird schon. Soll ich mich auf die Gabel setzen? Ja, probier dann mal. Ich glaube, das geht aber nicht. Nee. Schade. Könnte problematisch werden. Das wird schon. Gut. Viel Erfolg! Danke, danke. So, jetzt muss ich aber erstmal noch die Behörde anrufen. Auf jeden Fall, ich gehe mal hier in Action. Weil dann gehe ich mal kurz mal telefonieren. Und dann mache ich da mal was weiter. Aber das werdet ihr jetzt auf jeden Fall hören. So, und dann wollen wir mal gucken, ob da jetzt natürlich irgendwann mal einer dran geht. Müssen wir jetzt mal schauen, weil ich habe nämlich vor, da was nachzufragen. Und das hören wir jetzt mal. Ich ruf mal an. Müller, die Behörde hier. Was kann ich für Sie tun? Hallo, Herr Müller. Guten Tag, ja, grüß Bauer Sie, hier. Bauer. Guten Tag. Ja. Wie geht's Tag. Ihnen denn? Ja, sehr gut. Ja, Ihnen? Ja, alles gut. Mein Hof, der läuft soweit. Also die Mitarbeiter hier, die sind der helle Wahnsinn. Das freut sehr. Ja. Herr Müller, und zwar, ich habe eine Frage an Sie. Wir haben ja das Pachtfeld, oder eher gesagt, das Feld gepachtet mit der Wiese. Oder eher gesagt, das, was mit Wiese irgendwie so halb übersät ist, sagen wir mal so, wie auch immer, dieses Waldrandstück, Sie wissen schon. Das Grundstück 95, das ja. Grundstück 95, jawohl. Richtig. Ja. So, und jetzt wollte ich mal fragen, ob es möglich ist, ob es eine Firma oder ob die Behörde vielleicht da was in die Wege leiten kann. Da stehen noch ein paar Bäume, die brauchen wir nicht. Und jetzt wollte ich mal fragen, ob das möglich ist, da vielleicht so 1, 2, 3, 4, 5 oder ganz viele Bäumchen wegzumachen. Ist das in irgendeiner Weise möglich? Oder? Also, ja, es ist grundsätzlich möglich. Es ist ja Ihr Grund, ja. Ja. Haben Sie ja gepachtet. Sie können gerne dort die Bäume auch selber umhauen und zu Geld machen. Oder Sie beauftragen halt jemand, das können wir gerne jemand stellen, der das dann wegmacht. Was dann natürlich mit Kosten verbunden wäre. Ja, aber da wird der Verkauf dann gegengerechnet. Also es wird nicht so viel sein. Okay. Ja gut, dann ich werde das mal noch mit meinen Kameraden hier auf dem Hof einfach mal bequatschen und dann würde ich mich nochmal bei Ihnen melden, ob wir die selber wegmachen oder... Wir können uns das auch gerne vor Ort anschauen, um was es da geht, ja? Ja gut, das können wir auch machen. Sie können ja auch gerne dann mal vorbeikommen bei mir auf dem Hof. Ja. Oder wir machen das so, wir treffen uns am Feld, ja, und sie rufen einfach an, wenn sie da sind, dann kommen wir ganz schnell vorbei. Ja, dann machen wir das so. Okay, dann bringe ich noch einen Kollegen mit und dann können wir gemeinsam darüber quatschen. Ja, alles klar. Super, alles klar, Dankeschön. Gut, wiederhören. Wiederhören.
So. So, und dann gucken wir jetzt mal. Jetzt muss ich natürlich mal sehen, dass man das schon David mal irgendwie kriegt. Den wir darüber informieren. Kurz mal nebenbei im Chat. Hallo, Brinner und Kostia, danke für den Follow. Moin, moin. Selbermann, ja. Müssen wir mal schauen. So, David. Jo, Stefan. Hör mal, ich habe mit der Behörde telefoniert bezüglich Bäumen auf dem Feld 95. Ja. Ich bin jetzt so mit denen verblieben, dass wir uns mal bei dem Feld treffen und uns das mal begutachten da, um was da genau geht. Ja, das kann man machen. Und da habe ich gedacht, wir können dann da zusammen mal da hochgehen oder fahren, wie auch immer. Dann treffen wir uns mit denen da, weil es steht die Frage aus, machen wir das selber, legen wir die Bäume selber um und machen die zu Geld, ja, oder wir gehen her und lassen das machen. Das würde dann wieder mit dem Preis, was uns die Bäume bringen, gegengerechnet und da würde dann nicht so viel kosten. Ja, selber machen ist natürlich schwierig. Das ist natürlich, ne? Ein Haufen Zeit. Ne? Wir haben natürlich auch keine Zeit, ne? Weil uns sitzt die Ente im Nacken. Genau. Deswegen, ich würde einfach sagen, wir sagen denen, was Sache ist. Ja. Und dann gucken wir, was die das machen. Vielleicht kriegen wir da noch ein paar Euros raus. Wir können uns ja dann da oben treffen und dann schauen wir mal. Gut. Genau. Steffi! Wie geht's? Stefan. Ja. Mensch, so schnell ist er wieder weg. Eigentlich wollte ich den David nur ganz schnell fragen, wo er das Wasserfass hinhaben will. Aber ach so, David! Bin hier. Ach. Hallo. Jo, Steffi, wo soll ich dir das Wasserfass hinstellen? Guck mal meinen Garten wieder, da passt das. Alles klar, gut. Dann bis später. Okay, bis später. Ja gut, dann mache ich mich jetzt mal auf den Weg. Wo soll ich hin? Soll ich weiter dreschen oder was meinst du? Ja, du kannst ja dein Deutz wieder mitnehmen hier oben. Ja. Das steht dort unterm Dach. Ja. Ich weiß ja nicht, ob wir jetzt gleich erstmal hochfahren oder sagen die Bescheid, wenn wir uns dort treffen wollen. Die wollten anrufen. Ach so, gut. Die wollten anrufen und dann fahren wir mal dahin und dann gucken wir mal weiter. Ja gut, dann machen wir das. Und dann melde ich mich bei dir, dann klingel ich dich mal kurz an und dann sage ich, komm mal ganz schnell da hoch. Na genau, so machen wir das. Dann quatschen wir weiter. Gut, Stefan, bis dann. Okay, bis dann. So. Ja, unser Herr Schneider, der liebt es, mit Paletten zu hantieren. So kann man das auch abladen, ne? Aber das geht schon. So, wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg wieder oben aufs Feld. Und dann werden wir mal weiter dreschen. So, und was wir natürlich definitiv machen müssen, ist hier immer die Schränke runter. Wollen hier keine. Achso. Steffi! Steffi, denkst du daran, auch immer die Schranke dann zuzumachen? Die wollte ich nämlich gerade runter machen. Ja, ich mache die auch immer runter. Aber Mensch, du kannst mir doch nicht so vor den Traktor laufen. Warum? Ich stehe doch daneben. Ja, aber das war jetzt ganz schön knapp mit dem Bremsen, ne? So, ja, gut, ich muss los, ich muss nochmal zum Händler was abholen. Ja, alles klar. Ach so, wenn der da dann das Letzte war, dann sag mir nur mal gleich Bescheid am Feld, irgendwie, wenn ihr fertig seid. Das muss ich nämlich den noch durchgeben dann, wenn wir erstmal durch sind mit allem. Okay, alles klar, sag ich dir Bescheid. Ne? Okay, super, danke. Jo, ciao, ciao. So, gut, dann macht Steffi nämlich jetzt den Tor noch runter. So, und wir fahren jetzt mal schön aufs Feld. So, dann auf dem Hof, das läuft alles. Also, wir sind dabei, sage ich mal, die Gewächshäuser zu befüllen. Oder eher gesagt, das macht ja der David, der macht das ja. Und wir müssen nachher dann halt auch mal schauen, wie wir alles dann zu Geld machen können. Ne? Das ist ja ganz, ganz wichtig. So, dann fahren wir jetzt mal aufs Feld, nicht? So. Ja.
So. So. Ui, das war ein bisschen viel. So. Dann hängen wir den gerade mal noch an. So, war der jetzt leer? Ich muss doch mal ein bisschen Sport machen. So, den können wir nämlich nachher dann auch noch wieder wegbringen. Aber okay, dann... Ja, wir müssen sehen, dass wir das hier abgedroschen bekommen, ne? Also, wie gesagt, liebe Leute, wenn ihr auch Tipps und Anregungen habt, könnt ihr die auch gerne dann unten in die Kommentare schreiben, ne? Oder ihr habt irgendwelche Tipps, auch noch von der anderen Seite, schreibt ihr auf jeden Fall gerne unten rein. Die können uns natürlich auch hier und da definitiv helfen. Ja. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr sportlich, ne? Das steht mal fest. So. Jetzt will ich natürlich auch hoffen, dass die Leute sich noch melden von der Behörde, dass sie dann da oben sind, weil dann gehen wir nämlich mal noch darüber, da quatschen wir mit denen. Weil wenn wir die Bäume nämlich da weg haben, dann haben wir nämlich noch ein bisschen mehr Feld und können somit das Grasfeld noch besser nutzen und noch mehr von dem Gras natürlich dann ernten. Das ist ganz, ganz praktisch. So. So, hier den kleinen Zipfel noch. So. Und wir bekommen natürlich hier Stroh raus en masse, ne? Also. Eieiei. So. So, aber vielleicht vielleicht wäre die auch mal ganz cool auch für mich mal so zu erfahren, was die andere Seite so macht oder wie es denn geht, einfach mal einen freundschaftlichen Anruf mal zu tätigen, ne? Vielleicht wäre das ja auch mal so eine Idee, ne? Ich glaube, ich versuche da jetzt mal einen zu, ich versuche da jetzt mal einen zu erreichen. Was denn das eigentlich? Warte, Telefon. Hallo? Ja, Bauer hier, guten Tag. Spreche ich da mit dem Herr Hafer? Wer ist es, Herr Bauer? Wer sind Sie? Ja, ich bin auch ein Landwirt von... Tut mir leid, ich nehme keine Geschenke an, da haben Sie es bestimmt vermählt. Herr Bauer, verdammt nochmal, wie kommst du an meine Telefonnummer? Ja gut, ich sag mal, man hat immer seine Mittel und Wege. Ja, weil ich sie in die Hand gedrückt habe, ich weiß schon. Nee, Herr Bauer, was gibt's denn, wie kann ich Ihnen helfen? Ich wollte einfach mal bei Ihnen durchklingeln, weil bei uns hier auf dem Hof, wir sind schön bei der Ernte, bei uns läuft alles ziemlich geschmeidig und ich dachte, ich frage jetzt ganz einfach mal nach, wie es Ihnen so geht, wie geht's, wie steht's und läuft alles. Ja, es läuft alles wunderbar, den Rücken bis zum Hintern, ja. Ah, schön. Also haben Sie nicht viel zu tun? Ja doch, es ist ziemlich warm. Ach, ziemlich warm. Ja, ja, gerade kriegst du ein bisschen Gegenwind, aber das ist mir ja gewohnt. Ach Gott, aber doch nicht von meiner Seite aus. Das weißt du noch nicht ganz, ob das mit Ihnen und dem Berg zusammen oder dem Berg zusammenhängt. Na ja gut, ich weiß, ich müsste was Sport machen, aber das ist eine andere Geschichte. Das weißt du nicht. Ich habe letztens beim Wind gesehen, ihr Haupthaar hat etwas geflackert. Ja gut, ich sag mal so. Das ist normal? Ja gut, mit der Zeit, aber das merke ich ja auch. Und da muss man natürlich auch mal zu einem Friseur gehen, ne? Na, auf jeden Fall. Ach Gott, ich krieg hier gerade ganz komischen Besuch irgendwie. Warum? Wer kommt denn gerade? Ja, hier steht einer mit, mit braunen Haaren und einer mit dem grünen Oberteil. Ich glaube, die sehen aus wie... Kennen Sie die auch? Wie hießen die nochmal? Na, Lollek und Bollek. Ja, irgendwie so. Ja.
Oder meinen Sie die buschige Augenbraue und ja, ja, da wo. Ja, ja, genau die zwei. Also kennen Sie die auch? Ja, aha, mit denen hatte ich gerade ein sehr intensives Gespräch. Auf jeden Fall. Ach, du liebe Zeit. Aber, okay. Aber Herr Bauer, passen Sie auf, ich will Sie da auch nicht lange aufhalten. Ja. Ja. Ich wünsche Ihnen mit den zwei eine richtig gute Unterhaltung. Ja, ja, danke. Lassen sich voll drauf ein. Ja? Bisher haben wir ja eigentlich immer gut zusammengefunden. Ich denke mal, dort werden wir jetzt auch. Das denke ich auch. Ne? Also, lassen Sie sich auch einfach auf sich wirken. Okay, alles klar. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ich Ihnen auch, danke. Ja, tschüss. Können ja dann zurückrufen, wenn Sie durch sind. Ne? Ja, ja, tschüss. So, und dann gucken wir doch jetzt einfach mal. So, was die wollen. Ja, jetzt war gerade ein Telefonat, dann kommen die genau an. Kuckuck, Herr Bauer. Hallo, Herr Bauer. Herr von Braun. Herr Müller, guten Tag. Bis Sie hier. Wir konnten Sie telefonisch leider nicht erreichen. Deswegen. Ja, ich war gerade noch im Telefonat und wir sollten vielleicht mal gerade ein bisschen was hier rüber gehen. Vielleicht stellen wir uns mal hier hin. Ja. Sonst blendet das irgendwie so. Hm. Hallo? Warte. Ja, ach da. Da, hier. So, wo ist der andere? Ja. Ach da. Ja. Was treibt Sie zu? Mir. Ja, wir hatten ja ausgemacht, dass wir telefonieren, wenn wir uns die Gegebenheiten vor Ort anschauen, wegen der Baumfällaktion. Ja, und genau. Deswegen sind wir vor Ort, Herr Bauer. Genau, das wäre bei der Parzelle 95 gewesen. Herr Bauer, sind Sie... Hallo? Geht's Ihnen Herr Bauer? Gut? Ja, ich hatte gerade, irgendwie hat der Kopf mal kurz ausgesetzt. Okay, ja, gut, habe ich auch aber, manchmal, Herr Bauer. Aber sollen gut. Wir einen Arzt holen, oder? Alles gut, das ist, Moment, kleinen Moment. Ich fächer ihm mal was zu an Wind. Ja, kleinen Moment. Das ist so besser? Tobi. Doch nicht jetzt, aber ja, herzlichen Herr Bauer, Dank, Alter. Wenn's Ihnen nicht gut geht, Sie können es ruhig sagen, ja? So, ich glaube, so langsam geht es wieder. Den Rest muss ich nachher mal machen, wenn ich in ruhiger Minute mal wieder bin. Okay, alles klar. Okay, dann wollen wir jetzt zum Wesentlichen übergehen. Genau. Herr Bauer, ist alles in Ordnung bei Ihnen? Was stimmt mit Herrn Bauer heute nicht? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir sollten soll ich mal bei der Frieda anrufen? Die ist doch Ärztin. Warte, Frieda. Frieda. Ist, glaube ich, ganz gut, ja. Ja. Mal an bei der Frieda. Bleib bei Ihnen. Was denn? Frieda, bist du da? Das ist doch nicht normal. Ah, Dankeschön. Hast du eine Vertretung? Ich mach das gleich mit euch. Alter. Bäcker. Das habt ihr geplant. Jede Wette. Okay, danke. Aber dankeschön. Also, die Frieda ist nicht da. Oh, aber so. Es gibt noch einen Herrn Dr. Becker. Dr. Becker? Ja? Von dem habe ich mal was gehört. Der hat so ganz eigenartige Behandlungen. Ist das der? Der macht viel mit Naturmedizin. Also Pflanzenheilkunde. Naturmedizin, ja, Pflanzenheilkunde. Nee, also ich glaube, ich habe noch bei mir daheim, habe ich noch so ein kleines Fläschchen. Ich habe in der Vergangenheit da auch so ein bisschen auch mal was zu mir genommen. Rein pflanzlich, möchte ich dazu sagen. Ja, ich sollte besser auf die Dosierung achten. Und dann wird das wieder. So, manchmal aber besser. Jetzt nochmal zum gut. Grundstück hier. Ja, so. Wollen Sie uns jetzt mal dahin begleiten? Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Haben Sie da noch jemanden, den wir mitnehmen müssen, weil Sie gesagt hatten, Sie wollten... Ach so. Oder ja. Macht das Ihr Angestellter, Herr Bauer? Also ich hatte auch mit meinem Mitarbeiter gesprochen und den wollte ich anrufen und dem gerade durchfunken und dann würden wir uns da hinten beim Feld treffen. Ich würde, wenn Sie damit einverstanden wären, würde ich sagen, Sie fahren erstmal zu dem Feld und ich rufe gerade in der Zeit meinen Kollegen an und wir kommen dann direkt dann auch dahin. Sie müssen nicht lange warten.
Ja, alles gerne, klar. Machen wir so. Perfekt. Super, alles klar. Dankeschön. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. So, dann wollen wir mal gerade den David noch anrufen. So, den David mal gerade schnell kontaktieren. Jo, Stefan, was los? Ja, David, hör mal, die Cops da, die zwei, die waren gerade bei mir. Ja. Beweg dich mal bitte zu dem Feld, weil ich renne jetzt schon gerade dahin. Die kommen jetzt auch gerade dahin, da können wir dort mal gerade schnell begutachten. Ja, ich bin schon dort, ich will schon hier das erste Mal die Wiese bitte hauen. Nur mal gucken, ob wir mal noch jemanden finden, der die Wiese mal ein bisschen auf Vordermann bringt, die ganzen Gestrüppe und Büsche hier wegmacht. Das ist ja Wahnsinn. Alles klar, okay. Dann bis gleich. Ich bin auch auf dem Weg, ne? Jo, bis gleich. Jo. So. Hier. So. Ich glaube, das war hier, ne? Also, ach, guck mal da. Ah, der hat schon angefangen zu mähen. Ja, cool. Ja, mega. Das läuft ja. Aber hier, diese kleinen Büsche hier, die gehen auch nicht weg, ne? Irgendwie. Ganz komisch. Ach, guck mal an hier. Ja, mal auf Seite gehen. David! Hey, Stefan. Ja, moin. Moin. So. Bist ja schon Fleisch zu Gänge, wa? Ja, muss ja. Und wie gesagt, hier das Gestrüpp, das müssen wir mal gucken, ob man, vielleicht weiß ja der Behörde, wer da mal ein bisschen, ja, jemand gibt, der ein bisschen Ordnung machen kann, so das Gestrüpp weg und so. Ja. Dann denke ich, da kriegen wir hier auch doch ein bisschen was da wegen raus. Ja. Ja klar, warum dann nicht? Aber, wie gesagt, liebe Leute, wie es hier weitergeht, ob wir die Bäume noch aus den Ecken hier gezogen bekommen, ob wir die ummähen oder auch nicht, wer weiß. Sehen wir in der nächsten Folge und ich sage auf jeden Fall Dankeschön für das Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Däumchen da. Und Tobi und Basti, was man hier plant. Danke. Bis dann, macht's gut. Tschüss.